So, hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir mal auf der CSGO Launch. Ich will euch einfach mal zeigen, was ich so wette und wie das so aussieht. Sind jetzt gerade nicht ganz so viele Spiele, wo ich drauf wetten tue oder werde. Ich habe mir überlegt, so ein paar noch low vielleicht reinzugehen. Hier trickt 28%, da hat man halt eine gute Quote, kann man minimal reingehen. Muss ich mir aber noch überlegen, bin ich mir nicht sicher. Hier habe ich gewettet. Ich zeige euch einfach mal eben meine Wetten, was ich jetzt laufen habe. Ganz spannend wird es natürlich heute Abend. Da bin ich richtig heiß drauf. Fnatic gegen TSM. An sich ein Spiel, das ja nicht 100% für Fnatic ist. TSM spielt sehr stark. Ist alles möglich. Ich bin jedoch auf Fnatic gegangen. Und auch noch zwar ziemlich mit, für meine Verhältnisse ziemlich viel, mit ziemlich hohem Einsatz. Weil das letzte Mal, als ich gegen Fnatic in so einem Fall, glaube ich, sogar gegen TSM gewettet habe, habe ich verloren. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich auf Fnatic. Bei meinem Glück verliere ich wahrscheinlich wieder, aber das ist jetzt egal. Ich bin ziemlich hoch reingegangen. Es ist ziemlich riskant. Mein hauptsächlicher Beweggrund war einfach, wir gucken es uns jetzt gerade mal an. Nice. Da wird gerade Hochbetrieb drauf sein. Also, Sie müssen sehen hier, ich bin mit, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht zusammengerechnet, gut rein, 107 Dollar. Gewinnen kann ich 47,45, ist jetzt im Verhältnis vom Einsatz natürlich nicht so viel, da wäre es hier natürlich wesentlich höher. Und für alle, die TSM wo, reingehen und vielleicht auch noch so high und dann gewinnen, sei es gegönnt, auf jeden Fall kann man richtig gut Geld machen. Ich habe hier die Fnatic-Version-Variante gewählt, bin extrem hoch reingegangen, damit ich wenigstens, sage ich mal, wirklich über die 30, 40 Dollar Gewinn rauskomme. Mein hauptsächlicher Beweggrund war eben, dass es Best of 5 ist. Wäre es ein Best of 3 oder vielleicht sogar ein Best of 1, ist sowieso ganz klar, dann wäre es 50-50. Best of 3 wäre wirklich auch schon haarig. Best of 5, ich gehe einfach drauf, ich hoffe drauf, dass Fnatic in den mehr Runden einfach solider spielt und einfach dauerhaft eine bessere Leistung erbringt. Wir werden sehen, es gibt viele Gerüchte, Fnatic haben in den letzten Spielen nicht so überzeugt und TSM haben überzeugt und sind brutal stark. Also es ist auf jeden Fall, egal auf was sie geht, es ist eine riskante Wette auf jeden Fall. Hier ist auch nicht, die Quoten ist sowieso, ja, CSGO, weiß man ja, auf die Quoten darf man eigentlich nicht gehen. Wir werden auf jeden Fall sehen, ich werde auf jeden Fall, wenn sobald das Spiel vorbei ist, werde ich noch das Video dazu machen, wie es ausgegangen ist. Und ich würde mich auf jeden Fall mal freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr mehr so Videos sehen wollt von meinen Wetten und alles, die Predictions und so weiter und so fort. Hier seht ihr jetzt noch meine zwei anderen Wetten, das ist jetzt nichts Besonderes. Hier bin ich mit Atlantis reingegangen, einfach low rein mit so ein paar Aufklebern und kann gut was machen, wenn es klappt. Wenn nicht, sage ich, okay, kack drauf, sind die Aufkleber weg. Hier Penta, denke ich, wird es auf jeden Fall machen. Ist auch nicht wirklich viel Gewinn. Ich bin mit ziemlich hohem Risiko eigentlich rein für das, was es Value nachher hergibt. Aber wir werden eben sehen. 3,78 sind 3,78. Hier sind es 4,83. Und hier ist natürlich heute Hauptaugenmerk. Da werde ich nachher auch richtig schwitzen. Ich habe ja beim gestrigen Spiel, welches Spiel war es? Ich muss gerade eben schauen. Mir fällt es gerade jetzt nicht ein. Ich hänge natürlich auf dem Rohr. Wo haben wir es? Navi gegen Titan habe ich auf Navi gesetzt und habe auch gut was rausbekommen. War auf jeden Fall ein Schwitzspiel für alle, die es gesehen haben. Es war ein Wahnsinnsfinale, richtig krass. Ja, bis zum Schluss nervenaufreibend. Und so denke ich, wird es heute mit Fnatic und TSM auch laufen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. In 2 Stunden geht's los. Hier Property weiß ich nicht, ob ich reinvote, wenn dann vielleicht reinwette. Vielleicht ein bisschen low oder so. Mal gucken, überlege ich mir gleich noch. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr mehr so Videos sehen wollt von mir. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt mal fürs Zuschauen. Ich weiß es auch noch nicht, wie ich es mache, ob ich das Video jetzt direkt anschneide oder ob ich dann ein extra Video mache mit dem, wie es ausgegangen ist. Muss ich mir noch überlegen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal soweit. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.